Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich mein aufgebraucht und plattgemacht Video von den Produkten, die im September leer gegangen sind. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen mal so ein bisschen da durchzustöbern und das ganze Revue passieren zu lassen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ihr seht jetzt unter diesem Video Timestamps. Das heißt, ich habe das in Kategorien aufgeteilt. Am Anfang erzähle ich euch ein bisschen was zu Produkten, die ich in der Kooperation zugeschickt bekommen habe. Dann kommt die Kategorie Adventskalenderprodukte. Wenn ich mich bei dem Produkt so ein bisschen dran erinnern kann, aus welchem Adventskalender das kam, sage ich das auch noch gegebenenfalls dazu. Wenn ihr euch nicht spoilern lassen wollt, würde ich euch dann empfehlen, die Kategorie dann zu überspringen. Und am Ende kommt dann der große Part, dies, das, Ananas, alles Mögliche, was durch Boxen und durch alles Mögliche so bei mir eingetrudelt ist. Und da, was ich mir selber gekauft habe, was ich Geschenke gekriegt habe, was, keine Ahnung, ich aus Trashosaurus rausgenommen habe. Und ja, ist letztes Mal sehr gut angekommen, dass ich das halt so in solche Kategorien einteile und nicht mehr so von Kopf bis Fuß so ein bisschen durchgehe. Das habe ich ja, glaube ich, so anderthalb Jahre gemacht, ne? Ja, genau. Ihr seht anhand der Videolänge, das Ganze ist eine ziemlich chillimilli langfristige Geschichte mit uns beiden hier, ne? Ganz am Anfang ist es, glaube ich, ganz wichtig, so ein paar Randfakten euch mitzuteilen, dass ihr einfach so ein bisschen Überblick habt, falls ihr mich noch nicht gut kennen solltet. Moin, ich bin Claudi. Ich mache aktuell ziemlich viele Adventskalender-Unboxings, weil ich eigentlich tierisch drauf abfahre und mega neugierig bin. Falls du mich noch nicht abonniert haben solltest, mach das sehr gerne. Das kannst du hier einmal nachholen. Ansonsten werde ich dich im Laufe des Videos nochmal daran erinnern, dass du das nicht vergisst, weil ich das sehr cool finden würde, wenn die Community wachsen würde. Denn das macht Spaß, finde ich. Das ist irgendwie alles so. Ich mag das einfach. Ja. Genau, ein paar Fakten zu mir tatsächlich. Zum einen, ich bin schwanger, relativ sehr schwanger. Ich bekomme in ungefähr 7 Wochen, bald 6 Wochen, mein Baby. 14.11. ist der geplante Termin, also dementsprechend, Mr. Bauch hier ist schon ziemlich groß. Dementsprechend sind hier natürlich auch ein paar Mami-Produkte mit dabei. Dementsprechend ist mein Geruchssinn aber auch ein bisschen anders, als er das damals mal war tatsächlich. Außerdem ist es so, dass ich eine sehr trockene, sehr sensible Haut habe. Normalerweise eine trockene, sensible Haut, durch die Schwangerschaft alles nochmal ein bisschen krasser. Was aber tatsächlich dann positiv geworden ist, ich habe deutlich weniger Unreinheiten, habe eigentlich eine relativ gute Haut auch durch die Schwangerschaft bekommen, durch die gute Pflege, die ich halt auch habe. Und meine Haare muss ich gar nicht mehr so häufig waschen. Das ist tatsächlich auch eine ganz aufregende Kiste. Kommt wahrscheinlich auch durch die Schwangerschaftshormone. Das heißt, die Review, die ich euch zu den einzelnen Produkten gebe, ist natürlich jetzt komplett subjektiv. Also da ist null was mit Objektivität mit dabei. Fühlt euch daher bitte nicht irgendwie angegriffen oder sonst irgendwas. Falls ich ein Produkt, was ich in den Himmel lobe, nein, falls ich ein Produkt, was ihr nicht mögt, in den Himmel lobe, weil ich das total super finde und das bei mir halt richtig genial funktioniert, aber vielleicht ein Produkt, was ihr Oberaffentitten geil findet, nicht so gut finde, ne? Jo, so, ich hoffe, ihr habt einen Snack. Ja, meine Kamera nimmt immer nur eine halbe Stunde auf, dann werde ich mir zwischenzeitlich wahrscheinlich was snacken, weil ich bin ein verfressenes Stück. Habe hier aber auch ein Getränk mit am Start, weil ich muss immer mal wieder was zwischendurch trinken. Gerade in der Schwangerschaft ist es halt wichtig, aber auch generell, ne? Leute trinken, super wichtig. So, ich starte jetzt einfach mal mit der ersten Kategorie, die sich da nennt Kooperationspartnerprodukte. Ja, ich habe jetzt hier Produkte von Cosmetic for Less, Yepoda, Beauty Mates und Dalton, die ich halt in der Kooperation zugeschickt bekommen habe. Ich verlinke euch die Produkte, die Rabattcodes und alles, was das Herz begehrt, in der Infobox. Und dieser Part ist meistens so, dass ich auch mit super vielen Einblendungen arbeite, weil ich das einfacher finde. Ne? Ich rede immer gerne, wie mir der Mund gewachsen ist. Ein bisschen habe ich hier einen Spickzettel vor mir liegen, ist klar. Aber ich weiß natürlich auch richtig gut, wie die Produkte bei mir funktioniert haben. Zum Beispiel habe ich hier von Jaya ein Kashmir Proteins and Amaranth Oil, eine Hair Mask, eine Haarmaske. Die habe ich von Cosmetic for Less mal in der Kooperation bekommen. Und das ist tatsächlich auch eine sehr preisgünstige Marke. Da kann man sich eigentlich soweit nicht beschweren. Das ist eine polnische Marke. Also meine Stiefschwiegermama in Spe, die gebürtig aus Schlesien kommt, kannte die Marke auch schon und fand es auch ziemlich ulkig, dass ich das anfangs Ciaia ausgesprochen habe.
Sorry. Ja, auf jeden Fall ist es eine Maske, die unfassbar gut riecht, meine Haare schon ein Stück weit genährt hat und auch ein bisschen so, ja, ich habe dir nicht in Ansatz gegeben, ne? Ich habe dir nur in die, so ab Ohrläppchen runter reingehauen. Dementsprechend konnte die jetzt auch nicht so super viel Volumen oder so geben, aber sie hat die Haare schon gekräftigt, das muss ich sagen. Würde ich mir die nachkaufen? Ich glaube eher weniger. Also das ist jetzt eine Maske, die so ein bisschen Pflege gibt. Und ja, wir haben super kalkhaltiges Wasser. Die gibt so ein bisschen Pflege, aber es ist jetzt nicht so, dass es mich umgehauen hat. Ne? Deswegen an und für sich ein solides Produkt. Das Leistungsverhältnis geht vollkommen klar, aber da habe ich auch wirklich schon Produkte ausgetestet, die ich besser finde. Dann habe ich jetzt hier Produkte von der Firma Yepoda, beziehungsweise ein Produkt. Das ist mein absolutes Lieblingsprodukt von denen. Bei Cosmetic for Less habe ich natürlich den Code Claudi15. Das ist ein Code, da könnt ihr 15% Rabatt auf die komplette Homepage bekommen, also auf alles Mögliche. Ne? Die haben ein großes Sortiment, die haben Pflege, dekorative Kosmetik, gönnt euch hart. Aber wenn ihr dort shoppen geht, gerne über meinen Link in der Infobox, denn das ist dann tatsächlich der Link, der mir dann auch ein bisschen Provision geben könnte. Das wäre ganz nice von euch, wenn ihr das machen möchtet. Müsst ihr aber natürlich nicht, ne? Aber der Code, der ist für euch, den könnt ihr euch hart reinziehen. Genau, jetzt kommen wir zu Yepoda. Die haben koreanische Beauty auf den deutschen Markt gebracht, was ich persönlich ganz nice finde. Anfangs war ich da ein bisschen vorsichtig und habe mir gedacht, ich weiß ja nicht. Ist aber auch schon 2-3 Jahre her, ne? Und irgendwann haben die dann gesagt, komm Claudi, probier mal den Kaumbaum, der ist wirklich, wirklich gut. Alles klar, dann schickt mir den mal zu, dann probiere ich den mal aus. Seitdem bin ich ein absoluter Fan von Double Cleansing. Ich bin ein absoluter Fan von dieser K-Beauty-Geschichte und interessiere mich da halt auch immer mehr für. Also da hat Yepoda mich tatsächlich zugebracht und das finde ich super, super witzig. Das war ein ganz netter Kontakt, den ich damals hatte. Da war der Online-Shop so klein und seitdem arbeite ich dann auch mit der Firma Yepoda zusammen. Und The Calm Bomb ist und bleibt auch wahrscheinlich für immer mein absolutes Lieblingsprodukt. Das, was ich jetzt bei diesem Calm Bomb hatte, hat mich ein bisschen irritiert, weil das hatte ich noch nie. Ich glaube, das ist der 4. oder 5., den ich davon schon leer mache. Dass die Konsistenz sich tatsächlich leicht verändert hat, wenn ich tiefer gegangen bin. Also die allerletzte Schicht, die unten drin war, ist krümelig gewesen. Ich weiß nicht, ob das daran liegt oder lag, dass es halt ja auch sehr, sehr heiß war und ich den ja auch während des Hochsommers mitverwendet habe, ne? Keine Ahnung, aber das hat die Wirkung jetzt nicht verändert. Ne? Es hat sich einfach nur komisch angefühlt, als ich das dann quasi genommen habe. Also The Calm Balm verwendet man halt als Reinigungsbalsam auf der trockenen Haut. Also so wie ich jetzt bin, würde ich dann quasi mir mit einem Spatel oder mit einem Fingernagel ein bisschen was hiervon rausnehmen. Super ergiebiges Produkt. Dann ein bisschen so in den Fingern so anwärmen, ne? Dann wird es ein bisschen geschmeidiger. Ich gehe dann tatsächlich immer zuallererst über meine Wimpern und lasse es dann auch richtig schön einwirken und so. Also nicht lange, ne? In der Zeit, wo das dann quasi einwirkt, gehe ich dann über mein komplettes Gesicht. Dann mache ich meine Hände ein bisschen nass, gehe dann komplett übers Gesicht, emulgiere das Ganze auf und wasche das dann einmal komplett runter. Danach verwende ich dann bei Double Cleansing noch irgendwie einen Gel-Cleanser oder so, ne? Das ist dann meistens halt unter der Dusche. Aber das ist halt ein Reinigungsbalsam, der mit den das Augen-Make-up ordentlich runternimmt. Also auch wasserfeste Mascara ließ sich damit tatsächlich lösen. Mochte ich einfach gerne leiden. Ne? Das ist ein super schönes Produkt, was sehr natürlich ist und was auch sehr angenehm ist. Wir haben hier kein Bla drin, was nicht reingehört. Das ist halt wirklich nur das, was reingehört, um halt die Wirkung zu erzielen. Olive und Kokosnussöl steht hier auch drauf. Hat meine Haut jetzt nicht irgendwie komedogen geschädigt oder so? Das ist ja dieses, was viele ja sagen, bei Kokosnussöl kann es sein, dass es Pickel verursachen wirkt. Bei dem Produkt tatsächlich nicht. Also da habe ich nie schlechte Erfahrungen mit gemacht. Ganz im Gegenteil, das reinigt meine Haut wirklich klasse. Vor allem das Augen-Make-up oder wenn ich halt Adventskalender-Unboxings drehe und richtig krass diese roten Lippen habe, ne? Nimmt das super runter. Kann ich euch empfehlen, da habe ich jetzt aktuell den Code CLAUDISEPTEMBER. Ne? Muss ich mal kurz gucken. Ja, Claudi September. Gebt euch 30% Rabatt und da könnt ihr gerne mal auf der Homepage vorbeischauen. Die haben halt noch super viele andere Produkte und bringen auch immer wieder neue Produkte raus. Das ist halt immer mein Lieblingsprodukt. Das ist halt leider so, ne? Vom Duft her ist es auch sehr frisch. Ich glaube aber nicht, dass da irgendwelche Parfümstoffe oder so bei sind. Ja, genau. Und das hier ist Glas. Das kommt in den Glasmüll. Oh, meine Nase juckt ein bisschen. Und der Deckel kommt dann in den Plastikmüll. So, Glasmüll kommt zur Seite.
Dann bin ich jetzt bei der Firma Beautymates. Das ist eine Firma auch im Bereich der Hautpflege. Mit denen arbeite ich schon richtig, richtig lange zusammen. Auch 3 Jahre müsste das mittlerweile sein oder 2 Jahre. Nagelt mich nicht drauf fest. Es ist auf jeden Fall so, dass ich dort, je nachdem, welches Hautbedürfnis ich gerade habe, ich mir halt meine Pflege so zusammenstellen kann, wie ich sie gerade brauche. Und das ist so genial. Das hat wirklich meine Haut revolutioniert. Das hat viel verändert. Ich habe immer super viele von den verschiedenen Boostern auch bei mir zu Hause, dass ich dann gezielt gegen das jeweilige Hautbedürfnis, für das jeweilige Hautbedürfnis, arbeiten kann. Mit dem jeweiligen Hautbedürfnis. Ihr wisst, was ich meine. Claudi30 ist da mein Code. Da bekommt ihr 30% Rabatt auf das komplette Sortiment. Und ich habe jetzt gerade einfach leer gemacht die Hyaluron Cream Boost 24 Stunden Feuchtigkeitspflege für normale Haut. Ich habe mir jetzt für die kältere Jahreszeit die Hyaluron Cream Lift zuschicken lassen. Einfach, weil das für mich noch etwas mehr Pflege noch gibt. Ne? Hier haben wir drin natürlich Hyaluronsäure. Dann haben wir Rosskastanie mit dabei. Und wir haben Shea Butter mit am Start. Also das ist eine gute Pflege, eine gute Basispflege, die ich super gerne verwende, wenn es halt ein bisschen wärmer ist, weil es auch so eine leichte Pflege ist, die schnell einzieht und die einfach gut tut. Was man natürlich auch machen kann, ist, dass man diese Creme kombiniert mit den jeweiligen Boostern, die es dort zu kaufen gibt. Da müsst ihr einfach schauen, welches Produkt gerade bei euch so funktioniert. Entweder wisst ihr das schon, ne, da könnt ihr euch dann im Set-Konfigurator das Set zusammenstellen, oder ihr möchtet, also ihr wisst es noch nicht so ganz genau, dann könnt ihr über den Produktberater euch beraten lassen, dass ihr schaut, Mensch, welche Produkte funktionieren und das sollte ich jetzt am besten bei meiner aktuellen Hautsituation verwenden. Und dann gibt es noch die Möglichkeit, dass ihr ein Foto macht, dann über die KI-Hautanalyse, das ist eine künstliche Intelligenz, da das Foto hochzuladen. Macht das einfach mal, es macht unfassbar viel Spaß, kostet nichts. Und wenn ihr euch dann für die Produkte interessiert, könnt ihr die 30 Tage kostenlos testen. Und wenn ihr halt einfach nach diesen 30 Tagen gemerkt habt oder innerhalb dieser 30 Tage, dass ihr die Produkte nicht vertragt oder dass ihr die wirklich gar nicht mögt oder wie auch immer, dass das einfach nicht funktioniert, könnt ihr die zurückschicken. Easy peasy Sonnenschein, ne? Und das finde ich halt cool. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Natürlich so eine Creme anzuwenden oder auch die Booster anzuwenden. Entweder pur als Intensivkur, also dass ihr die auf die Haut direkt gibt. Das mache ich zum Beispiel mit dem Anti-Pickel-Booster. Wenn ich hier einen Mr. Fred irgendwo habe, tupfe ich mir das drauf. Ne? Genau. Oder halt natürlich bei dem augenlüftigen Booster. Gebe ich mir einen Tropfen halt unter die Augen und halt auch auf die Augenlider drauf. Fertig ist die Laube. Ja, dann gibt es natürlich noch die Methode Mix and Match. Da kannst du bis zu 3 Booster in die Creme mit reinhauen. Du kannst auch eine andere Creme als die hier dann natürlich dafür nehmen. Ne? Also wenn du halt eine hast, die du richtig, richtig, richtig gut findest. Aber das ist halt die Creme, wo ich gemerkt habe, funktioniert halt am besten mit den Boostern auch zusammen. Oder du machst halt ein Layering, das heißt, du machst Schicht für Schicht für Schicht. Ich mache mir erst, also dass man ne, sich dann halt erst den, keine Ahnung, Pore Minimizer Booster drauf macht. Dann macht man sich den Augenlifting Booster drauf und dann machst du dir die Creme einmal komplett drüber, wie du lustig bist. Ne? Claudi30 gibt euch halt auch nochmal 30% Rabatt, weil wenn ihr im Set Konfigurator das Set zusammengestellt habt, wird das, also wird der Warenkorb halt reduziert. Also habt ihr da auch nochmal Rabatt drauf. Jetzt habe ich noch ein paar Produkte von Dalton, die ich tatsächlich auch leer gemacht habe. Da habe ich, ich weiß gar nicht, wann habe ich die angefangen zu nutzen. Die war super ergiebig. Das ist die Extreme Lift Marine Filler Anti-Falten-Augencreme. 15 ml sind da nur drin. Ich habe die abends verwendet. Habe ich die nicht seit Corfu in Anwendung? Also seit Mai? Weiß ich nicht. Hat die 5 Monate gehalten? Nein, das glaube ich nicht. Weiß ich nicht. Die hat auf jeden Fall gefühlt echt lange gehalten. Hat einen schönen Effekt gegeben. Die Extreme Lift Reihe finde ich von der Wirkung her bei Dalton richtig, richtig gut. Vom Duft her ist es halt nicht mein Favorit. Ich finde, es müffelt halt ein bisschen. Ne? Die habe ich jetzt übrigens auch hier in dieses in diesen Part mit reingepackt, weil ihr jetzt heute noch auf den Adventskalender 20% Rabatt bekommen könnt mit meinem Code Pre-Sale Claudi. 20% Rabatt heißt, dass der Adventskalender anstelle von knapp 125 Euro nur noch 99,92 kostet. Guckt euch das Video dazu gerne an, falls ihr euch spoilern lassen wollt. Ich habe sehr viel positives Feedback über den Inhalt bekommen und muss halt auch wirklich sagen, ich fand den Inhalt auch richtig gut und muss auch noch dazu sagen, dass das aktuell mein liebster Pflege-Adventskalender von diesem Jahr ist, den ich ausgepackt habe. Und Leute, ich habe schon viele ausgepackt. Ich habe sie noch nicht alle hochgeladen. Sehr empfehlenswert und ja, wer weiß, vielleicht ist dieses Produkt ja auch im Adventskalender enthalten. Man weiß es nicht. Ist auf jeden Fall ein sehr, sehr schönes Produkt, was meine Augenpartie halt wirklich zum Strahlen gebracht hat und ja, über Nacht mich halt
hat verjüngen lassen. Genau. Und was nachts dann die große Kintershow gebracht hat, durfte morgens dann durch diese Schätzeleis ausgebügelt werden, auch von Dalton. Die sind jetzt ja in der Neuauflage, weil sie jetzt 100% biologisch abbaubar sind. Und da habe ich, hat Denise ein bisschen übertrieben, ne? Ich sollte sie mal ausgiebig testen, hat sie gesagt. Die Hydrogel-Eyepatches, Lifting-Eyepatches von Dalton habe ich 1, 2, 3, 4, 5 Mal aufgebraucht, genau. Ich glaube, man kann die auch im 5er oder im 3er-Pack kaufen, weiß ich nicht. Ich habe mal letztens in einem Video gesagt, du kannst damit über Kopf staubsaugen. Es ist so, Leute. Ihr könnt damit über Kopf headbangend staubsaugen. Also das ist so krass, wie gut die halten. Ich war da wirklich verblüfft von. Und die geben halt auch noch eine Wirkung. Also halt wirklich, dass du ne, durch diese ganze Meereskosmetik-Geschichte auch eine wirklich schöne, feuchtigkeitsspendende Wirkung merkst. Hier diese Trockenheitsfältchen werden halt weggebügelt und so. Und das finde ich irgendwie voll gut. Und ja, ich habe sie jetzt hart ausprobiert und muss wirklich sagen, richtig gutes Zeug, Leute. Ja. Wirklich, wirklich genial. Also mir hat es gut gefallen, ne? Dalton, ne? Das Leben kommt aus dem Meer. Du bist Leben, ich bin Leben. Wir kommen in irgendeiner Art und Weise schon, auch wenn wir uns das nicht vorstellen können, denkt an Spore, ist ein tolles Computerspiel, aus dem Meer, denn wir sind Leben, ne? Und dementsprechend ist es immer ganz cool, wenn du halt so, ja wirklich diese ganz oldschool, mega hautverwandten Inhaltsstoffe in Produkten drin hast. Das macht einfach ein bisschen mehr mit uns und das ist auch meistens dann etwas besser geeignet für die sehr sensiblen Häutchen von uns und ja, weil die Körpergeschichten das quasi schon kennen. Also das ist ganz verrückt und ist sehr plakativ dargestellt, aber es ist halt im Prinzip so, dass die Hautzellen dann quasi diese Wirkstoffe besser kennen und dementsprechend besser aufnehmen können. Crazy stuff, ich weiß. Ich bin keine Hautpflege-Expertin, aber ich droppe sowas ja gerne mal zwischendrin. Ne? So, wir sind jetzt fertig hier mit den Produkten der Kooperationspartner und widmen uns jetzt den Adventskalender-Produkten. Ja, tatsächlich ist es so, dass ich dann auch das ein oder andere Produkt einfach direkt, als ich den Adventskalender ausgepackt habe, ausprobieren wollte, weil ich so hyped war. Das fing jetzt an mit dem Produkt von Rituals, aus dem Rituals Adventskalender natürlich. Erwartet man jetzt eher weniger in einem Adventskalender. Laundry Deluxe Softener and Scent Booster Ritual of Sakura. Das ist nur so ein kleines Produktchen gewesen. Und ohne Flachs, ich liebe diesen Duft. Aber ich habe ein Problem. Denn immer, wenn ich dann quasi jetzt meine gewaschene Wäsche rieche, muss ich an meine Omi denken. Ich meine, ne, das, ja, dann habe ich immer ein schlechtes Gewissen und dann will ich sie immer anrufen, aber dann rufe ich sie an und dann ist es vielleicht gerade einfach nicht gut, weil ich hochschwanger bin und dann werde ich ganz traurig. Wisst ihr, was ich meine? Das ist gerade ein kleiner Teufelskreis. Vielleicht muss ich dem Ganzen einfach ein bisschen Zeit geben. Auf jeden Fall, ja. Also mein Opa ist halt gerade gestorben, deswegen ist alles ein bisschen schwierig und dann ist es halt für mich, ich bin jetzt gerade so dermaßen überemotional, es ist dann schwierig, solche Telefonate halt zu führen. Ne? Naja, auf jeden Fall habe ich hier diese Softener and Scent Booster, also es ist im Prinzip ein Weichspüler und Wäscheparfum. Und mir hat das einfach richtig gut gefallen, ich mochte den Duft sehr gerne. Ich finde nicht, dass es nach dem klassischen Ritual of Sakura riecht. Es riecht halt einfach so, wie wenn meine Oma meine Wäsche waschen würde. Ne? Ich weiß nicht. Ich glaube, sie hat damals immer Persil verwendet. Ich weiß nicht, ob es dann irgendwie an irgendeinen Persilduft angegliedert ist. Ich mag den auf jeden Fall dann doch irgendwie gerne. Aber es ist halt aktuell etwas schwer, ne? Mit uns beiden. Mit dem Duft und mir. Okay, ja. Ich bin halt so ein richtiger, ich weiß nicht, wie das bei euch so ist, ich bin so ein richtiger Duftmensch. Also ich verbinde Düfte mit Emotionen und das ist manchmal so ein bisschen, mal ist es total schön, weil man dann auch zurückversetzt wird in total positive Situation. Mal ist es aber halt dann auch einfach mal nicht so schön, weil man gerade dann irgendwie aus einem guten Gedanken rausgerissen wird und dann an was Trauriges zurückerinnert wird. Das ist dann immer schwierig. Oh Mann, das ist jetzt auch jetzt gerade ein bisschen hier nicht gut, Claudi. Aus dem Yves Rocher Adventskalender habe ich ein Produkt gemacht, verwendet. Und zwar ist es eine Repair Body Lotion für sehr trockene Haut. Ich fand das richtig toll. Also für mich war das ein ganz, ganz klasse Produkt. Habe ich natürlich ja auch aufgeschnitten. Ich mochte den Duft sehr, sehr gerne leiden. Ich mochte die Konsistenz. Es war richtig schön reichhaltig.
Ne? Und jetzt mittlerweile kommen wir ja auch in die kältere Jahreszeit. Wir werden alle wahrscheinlich die Heizung nicht ganz so weit aufdrehen, wie wir sie normalerweise aufdrehen würden. Trotzdem werden wir es ja müssen, sonst frieren wir wahrscheinlich fest. Macht euch eine Kerze an, Leute. Gönnt euch hart. Ne? Die kommt dann ins nächste Aufgebraucht-Video bei den Kooperationspartnern. Weißt du Bescheid? Auf jeden Fall. Habe ich mich einfach sehr über diese Bodylotion gefreut, weil es für mich halt keine Bodylotion, sondern richtig eine Bodycream war. Hat schön gepflegt, hat mir gut gefallen. Mag ich gerne leiden. Ich könnte mir tatsächlich vorstellen, die nachzukaufen. Wirklich. Weil die auch richtig gut riecht. Dann habe ich aus dem L'Oreal Adventskalender, aus dem einen der beiden, war ja in beiden drin, die kühlende Serummaske Auge gemacht. Die fand ich total super. Ja. Die ist richtig nass und hält und pflegt und du siehst aus wie eine Superheldin und fühlst dich damit total fancy pansy. Also ich fand die wirklich genial. Ich bin froh, dass ich sie jetzt noch ein zweites Mal habe. Ich fand sie wirklich gut, weil normalerweise habe ich bei diesen Superheldenmasken oft das Problem, dass sie sich lösen, dass die rutschen, dass es nicht so wirklich hält oder so. Die war aber wirklich toll. Die hat sich auch richtig schön festgesaugt. Ich konnte sie tatsächlich sogar auf mein Augenlid legen und unter mein Auge so drunter. Also so richtig, ne? Ohne, dass es mich gestört hätte, weil sonst habe ich das ja, wenn du dieses Vlies hast und das dann halt am beweglichen Augenlid irgendwo hast, dass das irgendwie auch so piekst und juckt und nervt. Das war bei der hier tatsächlich nicht. Ne? Und ich habe noch nicht so super viel L'Oreal Gesichtspflege ausprobiert, aber das hier fand ich richtig genial. Kommt ja aus der Revitalift Filler-Reihe mit Hyaluronsäure, minus 5 Grad kühlender Effekt, also das quasi das Ganze 5 Grad runtergekühlt wird, kann ich mir gut vorstellen, weil es halt so nass war. Ne? Und dadurch, dass es nass ist und dann quasi Luft, Wind, wie auch immer, wie viel Wind auch immer man im Badezimmer hat, fühlt sich das halt so an, als würde das kühler sein. Also mir hat es sehr gut getan. Ich habe das morgens verwendet und kann es empfehlen. Dann habe ich etwas verwendet. Wo warst du denn drin? War das im ASOS Adventskalender? Das ist möglich, ne? Von, entweder ASOS oder Glossybox. Invisibobble Scrunchie Elegant Style. Die fand ich auch total super. Das sind halt so ein bisschen, also ich habe hier ja auch jetzt aktuell öfters, das ist wahrscheinlich meine praktische Frisur, die ich einfach mal ab und an brauche, ne? Halt Bommel und dann mache ich mir hier einfach ein Scrunchie drumherum, damit es einfach besser hält und ich mich einfach freier bewegen kann. Ne? Hier habe ich jetzt so ein mittleres Scrunchie, würde ich das jetzt mal nennen. Ich habe auch so fette Scrunchies, aber das hier war so ein eher zurückhaltendes, etwas dünneres, oder ist es ja. Ne? Und das ist einmal in so einem beige-goldenen Ton und in einem schwarz. Ich finde das klasse. Also das hält bei mir super, das sieht hübsch aus, hält natürlich nicht so gut wie sowas, aber mochte ich gerne leiden. Und dass ich mal Scrunchies toll finde, haut mich sowieso von der Socken, das muss ich euch wirklich mal sagen. Dann habe ich im Balea Adventskalender etwas drin gehabt, und zwar die Cremedusche mit Schoko-Honigduft. Also das erste Mal, als ich das verwendet habe, habe ich gedacht, boah, nee. Du riechst jetzt einfach gerade nach irgendwas Süßigkeitenmäßigem. Das willst du eigentlich überhaupt nicht haben. Aber dann kam halt der Honigduft ein bisschen mehr raus. Und das mochte ich dann wiederum sehr gerne leiden. Ne? Den Schokoduft mag ich gar nicht. Das gefällt mir einfach nicht. Aber den Honigduft davon mag ich sehr, sehr gerne. Ich habe herausgefunden, je heißer ich geduscht habe, desto besser hat es gerochen. Aber ja, ich würde es mir halt jetzt so, wenn es im Laden steht, nicht kaufen. Aber es war ein Produkt, was einfach gut in den Adventskalender reingepasst hat. Irgendwie ganz witzig unter der Dusche für die paar Sekunden war. Aber ja, ist halt ein Funny-Produkt gewesen. Und ab und an darf man sich das doch auch einfach mal gönnen, dass Produkte einfach nur witzig sind oder Spaß machen. Dann habe ich aus dem Dalton-Adventskalender, ja, eigentlich vor allem umgefüllt, ne, weil ich sie auch gerade als Pöttchen offen habe und da schon einiges draus verwendet hatte, dann habe ich die halt aufgefüllt mit der, ne, mit dem Rest vom Schützenfest. Face Care Magical Effect, die klärende Schönheitsmaske, die ist so toll. Ja, die kannst du ein- bis zweimal wöchentlich auftragen, wenn du möchtest. Hier auch nochmal der Aufruf, falls ihr eben das Gedöns übersprungen haben solltet. Presale Claudi gibt euch noch heute, nur noch heute, 20% Rabatt auf den Dalton Adventskalender. Gönnt den euch hart. Das ist nicht, also, ne? Wann weg ist es weg, ihr wisst Bescheid. Schaut in der Infobox vorbei, da habe ich euch den auch nochmal verlinkt. So, ich mag diese Maske sehr gerne, weil sie halt klärt, ein schönes, frisches Hautgefühl hinterlässt, ohne auszutrocknen. Und das ist die Disziplin, die absolute
Mega-Geschichte, wenn eine klärende Maske es halt nicht macht, dass seine Haut nachher sich anfühlt wie die Wüste Gobi, vor allem wenn man, wie ich, halt per se sehr trockene Haut hat. Ich finde die genial. Meine Haut verträgt die richtig gut. Du musst die nur 5 bis 10 Minuten drauf machen. Das ist so eine schnelle Geschichte. Mal eben morgens beim Zähneputzen oder so, ne? Und ist wie gesagt im Adventskalender. Da hast du auch lange was von, ne? Das ist ein Weineteil da. Da. Ich habe noch ein paar mehr Sachen hier aus dem Datum-Adventskalender. Das ist jetzt aber ein bisschen weiter unten. Ich habe jetzt erstmal dieses hier. Das ist die Sol de Janeiro Brazilian Bum Bum Cream. Ja, ne? Wo war die drin? Weil sowas denke ich echt immer an den ASOS Adventskalender. Ich mag den Duft schon sehr, sehr gerne leiden. Finde ihn sehr intensiv. Also ich habe den auch noch wirklich dann also ich dusche abends und am nächsten Tag habe ich den auch noch komplett auf meinem Körper. Ich rieche das die ganze Zeit und fand die auch tatsächlich sehr ergiebig und mochte die auch gerne leiden. Es ist jetzt nicht so, als würde mein Freund über mich herfallen, wenn ich die Creme drauf habe. Ich habe ihn gefragt, was meinst du, wie rieche ich? Nur muss, ne? Ich liebe ihn, er liebt mich, alles ist gut. Aber ja, es ist halt einfach ein absolutes, mega krasses Luxusprodukt. Aber wer sich das gönnen möchte, gönnt euch hart. Gibt es auch als Bodyspray, also Body Parfum und so, ne? Ja, also ich fand die Pflegewirkung einfach gut. Mir hat sie gut gefallen. Würde ich aber tatsächlich jetzt so nicht unbedingt nachkaufen, weil da gibt es halt auch andere Produkte, die vielleicht ein bisschen kostengünstiger sind und mindestens genauso pflegen wie dieses Produkt. Ich habe so einige Sephora Adventskalender geöffnet. Da war unter anderem auch hier diese Koffein-Augen-Patches mit drin. Die waren richtig, richtig gut. Also Begeisterung, wuhu, habe ich hier drauf geschrieben. Hält super, kühlt und pflegt. Also die mochte ich gerne leiden. Ich mag auch generell die Masken oder diese Pflegeprodukte von Sephora. Ich musste gerade den Akku wechseln. Irgendwie bin ich ein bisschen weit unten, oder? Naja, wir leben jetzt damit. Halte ich das Produkt halt höher. Wir kriegen das schon hin. Mochte ich sehr, sehr gerne leiden. Doch, kann ich sehr empfehlen. Dann habe ich hier von Patchology, die waren auch in einem Adventskalender drin, Rejuvenating Eye Gels. Das waren auch angenehme Augenpatches, pflegen angenehm, kühlen, rutschen aber halt ein bisschen blöd und da hast du halt super viel Müll drin. Du hast bei den von Sephora halt wirklich nur die Patches hier drin gehabt, die du rausnehmen konntest, drauf gemacht hast, fertig ist die Laube. Und hier hast du halt wirklich so ein Plastik-Innenlay gehabt und Vorder- und Rückseite und Rampampam und Tüdelü. Das ist dann halt schon wieder schade, finde ich, ne? Ja, muss eigentlich nicht sein. Nee. Dann habe ich hier von M. Asam aus dem Asam Beauty Adventskalender, genau, aus dem Pflege-Adventskalender war das, Hydrating Rose Quartz Ampullen gemacht. Da waren 2 Stück drin. Die fand ich top. Die waren leicht ölig, haben aber schön die Haut gepflegt. Habe ich, ich glaube, morgens dann, ne, als Serumersatz genommen. Die fand ich angenehm. Doch, kann ich empfehlen. Dann habe ich, was nehme ich denn hier? Da. Von The Body Shop. Aus dem The Body Shop Adventskalender, der leider noch gar nicht online ist. Der kommt noch online, Leute. Da dumm. Ja, manche Adventskalender habe ich halt gedreht, aber die sind halt vorgedreht, weil ich drehe so viele Videos aktuell, damit ich halt auch, wenn ich dann im Wochenbett bin und so, euch noch ordentlich was geben kann, ne? Auf jeden Fall. Die Quench Sheet Mask von The Body Shop Vitamin E. Na, richtig toll, mag ich immer wirklich gerne. Also die Pflege, ne, die ist richtig klasse. Das Vlies ist halt immer ein bisschen öde, also das ist halt zu dick. Und ich mag das halt, wahrscheinlich weil ich verwöhnt bin, durch Dalton-Masken und auch durch koreanische Masken, dass man halt so ein leichtes hat oder irgendwas, was sich am Gesicht so festsaugt, ne. Und sobald du dann halt ein Vlies hast, was normal ist, so, ne, so, so rutscht, wenn ich atme, puste ich hier da drunter und dann pustet sich das so aus, auf und dann ist das blöd und so. Jammern auf sehr, 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 sehr hohem Niveau, ich weiß. Ne? Aber an und für sich ist es eine gute Maske, wirklich. Wenn ihr die im Adventskalender habt, gönnt die euch. Ja, noch ein paar Augenpatches habe ich leer gemacht aus dem Essence Adventskalender. Da habe ich jetzt mittlerweile die Möglichkeit, euch eine Kooperation zu nennen. Also, ist jetzt so halb ein Kooperationsprodukt, habe ich mir aber tatsächlich selber gekauft. Und zwar könnt ihr bei Purish die Adventskalender-Bundles bestellen. Die verlinke ich euch auch mal in der Infobox. Da könnt ihr nämlich richtig fein drauf sparen. Dürften 15% sein und ja, mit Claudis Welt 15. Gönnt euch da auf jeden Fall hart, wenn ihr möchtet. Ich, ja, ne?
gönnt euch, wirklich. Also so als Bundle ist es immer eine ganz schöne Geschichte, wenn man das sparen kann, so Essence und Catrice zusammen und so. Ich glaube, das kommt ganz gut, um da einfach so einen Rundumschlag zu bekommen oder um vielleicht für sich und eine Freundin zusammen was zu holen, für sich und die Tochter oder so, ne? Schaut da gerne mal vorbei. Okay, also die Star-Shaped Hydrogel Eye Patches habe ich leer gemacht mit Wake-Up-Effekt, Hyaluronsäure, Vitamin C. Sah natürlich total hübsch aus, hat aber eine total unpraktische Form gehabt. Rutscht, Pflege ist okay, ist solide, kann man machen, ne? Haut einen nicht vom Hocker, weil wenn ich dann sowas gewohnt bin, was soll ich euch dazu sagen, ne? Das sind halt wirklich, also richtig, richtig geniale Augenpatches. Dalton hat es einfach drauf, was Masken angeht, alles was Hydrogel angeht, ist einfach ein Träumchen bei denen. Ja, genau, die habe ich nämlich auch in dem Adventskalender von Dalton drin gehabt und die finde ich extrem gut und sehr empfehlenswert. Richtig, richtig schön. Hier, wenn man morgens auf, ein riffeliger Saugnapf habe ich hier drauf geschrieben. Läuft bei mir. Manchmal ist es mir auch reingefegt, das kann man nicht anders sagen. Ich habe die sehr gerne verwendet. Ne? Wenn du mal wieder so eine durchzechte Nacht hast, dann kann man sich die gönnen. Und ich freue mich schon drauf, wenn ich quasi dann auch, nachdem ich dann Mami geworden bin, hier wieder drehen kann und so. Und dann wahrscheinlich auch mit solchen Augenringen. Dann gönne ich mir aber auch vorher schön die Dalton-Augenpatches, ich sag's euch. So, dann habe ich aus dem Balea Adventskalender die sternförmigen Hydrogel-Augenpads gemacht. Also, es passt natürlich tierisch gut, ne? Also diese Form passt tierisch gut jetzt zu Adventskalendern und so. Also von daher mega cool. Aber es ist halt eigentlich eine unpraktische Form. Ich habe hier aber drauf geschrieben, dass die hier tatsächlich nicht verrutscht sind, dass sie schön kühlend waren und dass ich die mochte. Also die waren besser als die von Essence auf jeden Fall. Jetzt habe ich hier noch ein bisschen was aus dem Dalton Adventskalender. Und zwar ist es einmal hier dieses Enzym Peeling Comfort Clean Soft Skin Effect Enzym Peeling Puder Sticks. Da hast du auch welche von dem Adventskalender drin. Die kann man super durch einfach diesen günstigen Preis, den der Adventskalender dann ja quasi hat. Ne? Du kannst einfach so viele Produkte einfach mal ausprobieren, Leute. Gönnt euch das. Auf jeden Fall reicht so ein Sachet für 2 bis 3 Anwendungen. Du machst es einfach, also es ist ein Pulver, ne? Das machst du in deiner Handinnenfläche, kannst es entweder mit Wasser oder mit einem schönen Toner, mit dem Gesichtswasser von Dalton zum Beispiel, so ein bisschen aufemulgieren, dann gibst du dir das auf dein Gesicht und das verfeinert dir dein Hautbild nachhaltig. Also das ist ohne Flachs das beste Peeling langfristig, was ich je getestet habe. Ich darf das in der Schwangerschaft verwenden, worüber ich sehr, sehr glücklich bin. Und Enzympeelings sind halt super fein für sensible Haut geeignet, die ich nun mal habe. Dementsprechend, ich lieb's. Ganz tolles Produkt, mega Empfehlung. Ich habe eine ganze Zeit lang das so gehandhabt, dass ich mir morgens oder abends einfach gar kein Serum aufgetragen habe und anstattdessen eine Ampulle verwendet habe. So habe ich mich einfach auch ein bisschen durchprobieren können. Und habe auch die aus dem Dalton Adventskalender verwendet. Da habe ich einmal die Sleeping Beauty, die sehr, sehr ölig ist. Das ist eine 2-Phasen-Ampulle verwendet, die wirklich die Haut über Nacht sehr schön pflegt und ein tolles Gefühl gibt und ja, einfach gut ist. Also die kann ich euch wirklich jetzt im Winter sehr ans Herz legen. Dann habe ich die Stressless-Ampulle gemacht. Ja, da muss man immer ein bisschen aufpassen. Die ist auch ein bisschen in die ölige Richtung, aber auch die mochte ich gerne leiden. Ist nicht meine Lieblingsampulle von Dalton. Wer das Adventskalender-Video gesehen hat, weiß, dass da die KW Deluxe ganz weit vorne ist. Ist aber tatsächlich auch eine gute Ampulle. Die mag ich auch gerne leiden. Holt euch am liebsten den Adventskalender. Da sind nämlich alle Ampullen drin, die Dalton so im Sortiment hat. Falls ihr die noch nicht ausprobiert habt, ne? Das ist schon cool. Dann habe ich die No Filter Needed Ampulle genommen. Die ist auch eine ganz coole Geschichte. Die macht halt ja, die Hautverfeinerung, ne? Sodass du im Prinzip quasi nicht irgendwie Make-up oder so ein Gedönsen brauchen würdest. Brauchst du so oder so nicht, denn du bist so schön, wie du bist. Und Schönheit ist tatsächlich eher so die Einzigartigkeit des Menschen an und für sich. Was die Gesellschaft als Schönheit oder schön definiert, ist Definitionssache und ändert sich alle paar Jahre. Also im Prinzip jedes Jahr ändert sich das. Und dementsprechend würde ich mir da halt auch irgendwie einfach, ne? Du musst dich schön fühlen, wenn du in den Spiegel schaust. Das ist wichtig. Also das ist auch etwas, was ich für mich lernen musste, denn ich bin damals in einer sehr, 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 sehr schlimmen Phase meines Lebens, also wo es mir sowieso schon richtig schlimm ging und ich am Boden war, wurde nochmal von Seiten der Mitschüler nachgetreten und da wurde ich hart gemobbt dafür, dass ich halt noch nicht weiblich genug war und dass ich nicht schön war, nicht dem Ideal entsprochen habe, mir die Achseln nicht rasiert habe, mir die Beine nicht rasiert habe. Alter, ich war in der 7. Klasse.
Was zur Hölle, ne? Kinder sind so grausam. Auf jeden Fall, man muss manchmal einfach die Leute reden lassen. Und ja, was ist leichter gesagt als getan? Thema, Claudi, ganz woanders, ne? Ihr wisst Bescheid. Auf jeden Fall ist es eine No-Filter-Needed-Ampulle, die eine ganz schöne, ein ganz schönes Hautbild einfach optisch macht, aber gleichzeitig halt auch wirklich eine Pflege ins Gesicht gibt. Und das ist halt wichtig, ne? So, dann habe ich ja noch die Multitasking-Ampulle. Das ist eine Ampulle, die mattiert, genau. Die musst du auch ein bisschen schütteln, weil unten drin auch so ein bisschen so eine Art Puder-Geschichte drin ist. Und ja, das schüttelt man sich ein bisschen, kannst du halt auch super als Make-up-Grundlage verwenden. Die mochte ich auch ganz gerne leiden. Ja, ich habe sie alle gemacht, Leute, ne? So ist das Leben eben. Die C-Ampulle mag ich auch immer sehr gerne. Ja, ich habe hier immer schön drauf geschrieben, pflegt, belebt. Ja, das ist halt so mit Stammzellen. Also die mochte ich auch sehr gerne. Gibt auch einen leicht kühlenden Effekt. Macht dann auch so eine schöne Sticky Base für Make-up. Dann habe ich hier noch eine belebende Ampulle. Und zwar die Q10. Oh ja, die ist auch richtig gut. Da habe ich aktuell auch die Gesichtsemulsion von den Anwendungen. Ganz, ganz tolle, belebende Kiste. Die Q10-Reihe ist sowieso eine ganz andere Art, finde ich, oder eine ganz andere Reihe bei Dalton, die mir sehr, sehr gut gefällt. Ja, und gerade im Sommer eine schöne Pflege gegeben hat. Zack, die Wabdi. Dann habe ich noch gemacht, natürlich die Caviar Deluxe. Ich liebe sie so sehr. Die macht einfach alles, ne? Also alles, was du von einer Ampulle erwarten würdest, reichhaltige Pflege, aber gleichzeitig nicht fettend und beleben und sich gut anfühlen und Luxury Feeling und so, das macht diese Ampulle. Ich liebe sie. Gönnt euch die mal. Ich finde die großartig. Dann habe ich die Extreme Lift gemacht. Die stinkt, aber pflegt total super. Ne, das ist halt so meine... Sie ist halt da, aber ich nehme sie halt gerne, wenn sie auch in einem Set mit drin ist, weil das halt wirklich auch einen schönen Lifting-Effekt gibt und halt... ein schönes Ergebnis macht und es pflegt und man fühlt sich wohl damit, auch wenn sie ein bisschen müffelt. Aber danach gibst du dir ja sowieso deine Gesichtscreme drüber und dann müffelt nichts mehr. So, und als letztes habe ich natürlich die Hyaluronic Urea gemacht. Das ist halt eigentlich so die Reihe, die für meine Haut am besten ist bei Dalton, weil das halt durch dieses Urea bei mir auch wirklich so eine, ja, sehr, sehr hautberuhigende Geschichte hat, ne? Also ich habe jetzt eine super Haut. Ich habe gute Haut aktuell und ich bin da so froh drüber. Ich weiß nicht, wie das nach der Geburt wird. Da werde ich wahrscheinlich aussehen wie ein Streuselkuchen. Aber das ist einfach eine tolle Ampulle, die mir immer wieder ein tolles Gefühl auf die Haut gibt, die mich mit Feuchtigkeit gut versorgt, gleichzeitig aber die Haut beruhigt. Und irgendwie ist alles so dann ausbalanciert, ausgeglichen. Und deswegen finde ich die einfach schön. Und die brauche ich auch immer irgendwie in meinem Badezimmerschrank, dass wenn mal der Fall der Fälle auftritt, dass ich dazu greifen kann. Richtig, richtig schön. So, das waren jetzt die Adventskalenderprodukte. Jo, und jetzt können wir zu Dies, das, Ananas gehen. Also quasi zu meiner, eigentlich ist es eine Fußpfanne, läuft. Da habe ich eben die ganzen Sachen mal reingeräumt. Es ist durcheinander, aber wir kriegen das schon voneinander, oder? Mhm. Gut, schön, dass wir drüber gesprochen haben. Ich habe hier von Barbour Ampullen leer gemacht. Und zwar die Active Night Aktivierung über Nacht Rejuvenating and Activation. Das hatte ich mal in irgendeiner Box drin. Oder Jan hat mir das geschenkt, das weiß ich gar nicht mehr. Ich mochte die auf jeden Fall richtig gerne leiden. Also Barbour macht auch sehr, 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 sehr gute Ampullen. Da kannst du nichts zu sagen. Ich habe sie hier. Und ja, das sind einfach schöne Ampullen, die man sich auf Gesicht, Hals und Dekolleté gibt. Man sollte, also ich persönlich mache das halt wirklich so, dass ich eine komplette Ampulle verwende dann auch, ne? Also auch von Stirn bis Huppis komplett dann auch auftrage und schön einarbeite. Mir tut das gut. Irgendwie frischer am, irgendwie frischer am Morgen, ja. Irgendwie frischer am Morgen läuft bei mir. Wie gesagt, manchmal fegt es mir ein bisschen in the brain rein. Also ich mochte die gerne, hat mir so ein Kick gegeben. Ach so, irgendwie frischer am Morgen. Das heißt, ich habe mir die abends drauf gemacht und dann war es irgendwie frischer am Morgen. Aber witzigerweise habe ich das nur auf eine der Ampullen draufgeschrieben. Keine Ahnung, Leute. Da war ich wohl noch im Halbschlaf, ne? Hat mir auf jeden Fall gut gefallen. So, dann habe ich etwas verwendet, beziehungsweise hier ist das Produkt. Noch ist es nicht aufgebraucht, aber wenn das Video abgedreht ist, ist es aufgebraucht. Von Waterdrop. Haben wir nämlich Boost, die Microdrinks hier. Ich habe die hier oben immer liegen gehabt, ne? Und immer wenn ich dann halt Videos gedreht habe, habe ich mir eben Wasser aus dem Wasserhahn geholt und dann die Viecher rein, fertig ist die Laube. Ich finde es einfach praktisch, wenn du nicht irgendwie ständig irgendwelche Kisten von A nach B schleppen musst mit Wasser, also Wasserkisten halt oder so, ne? Oder Saftkisten und so.
Ich mag einfach gerne, dass man halt zu Hause sich die Getränke anmischt, sei es diese Waterdrop-Produkte, sei es, dass man das über einen Soda-Stream macht, den haben wir nämlich auch da, sei es über AirUp tatsächlich, das hat mein Freund sich mal irgendwann gewünscht, habe ich ihm dann auch gekauft und habe das dann hier vorgestellt. Habe ich das wirklich hier vorgestellt? Nein, habe ich nicht vorgestellt, habe ich vergessen, ne? Läuft, habe ich ihm auf jeden Fall dann geschenkt scheinbar. Auf jeden Fall ist er ein totaler AirUp-Fan. Ist auch vollkommen in Ordnung. Ja. Und ich mag das einfach, wenn man einfach so ein bisschen Variation hat. Ich mag natürlich auch gerne, wenn ich mir so kalten Tee aufgieße oder so. Aber Waterdrop ist etwas, da komme ich immer wieder zu. Und es gibt es ja auch in der Drogerie zu kaufen, ne? Und wenn ich dann bei Rossmann sowieso bin und dann sehe, hey Mensch, die sind gerade im Angebot, dann nehme ich mir die auch mit. Oder wenn irgendein Influencer einen coolen Code hat, dann bestelle ich mir die auch sehr gerne. Ich habe leider keine Kooperation mehr mit denen und bin da sehr traurig drüber. So, dann habe ich, wo wart ihr denn mit drin? Das war doch in der Goodie-Bag der Glow oder von Real Techniques. Die Miracle Complexion Sponges antimikrobiell. Die waren richtig gut oder sind richtig gut. Mega toll, weich, sind nur gerade aktuell total verfärbt. Ich habe die mit einer Jeans zusammengewaschen, die ich neu hatte. Mhm. Ja, dann sind sie von rosa zu irgendeinem komischen gepunkteten Grün gewandert. Hm. Läuft, aber so ist das Leben. Ja, mochte ich halt oder mag ich halt richtig gerne leiden. Und Real Techniques macht halt total super tolle Schwämmchen. So, dann habe ich von, ich glaube, Marion? Mama? Ich weiß es nicht. Ich würde sagen von Marion. von Freiöl Med den Deo-Balsam mal ertauscht und den habe ich abends verwendet. Das ist einfach eine schöne Geschichte, wenn du dir abends sowieso so die Achseln auch rasiert hast, ne? Ich verwende halt vorm Schlafengehen immer ein Deo, weil mache ich halt. Und das hilft mir, ja. Und ja, das war ein gutes Deo. Das hat mir gut gefallen, doch. Dann habe ich etwas aufgebraucht. Das war mein Freund. Sensodyne Pro Schmelz, Zahnschmelz Repair hat er mir reingeschmissen mit Minze. Die mag er immer ganz gerne. Er hat sich die, glaube ich, empfehlen lassen von seiner Zahnärztin. Und ja, kann man sich auf jeden Fall gönnen, ne? Zahnpasta halt. Ich habe auch Zahnpasta leer gemacht drauf. Dann kann ich auch zeigen, dass ich mir auch mal die Zähne putze. Die fand ich aber nicht so gut. Von Cura Prox, das ist ja auch irgendwie so eine Trendgeschichte, ne? BU Rising Star All-in-One Toothpaste, aber ja, das ist halt so eine Whitening-Geschichte. Finde ich ja gar nicht so geil, wenn du da halt auch so Peeling-Partikel und so mit drin hast. Mm-mm. Also, nee. Also, ich fand den Geschmack nicht gut. Ich fand die Reinigung okay. Es ist halt eine Zahnpasta, ne? Wichtig ist, wie du die Zähne putzt vor allem. Ja, und ich würde mir die nicht nachkaufen. Die war mal irgendwo in einem Adventskalender oder in einer Box drin, war total überteuert. Nö. Das fand ich hingegen aber gut von Yesa Discreet. Sensitiv parfümfrei, Intimpflege, Waschbalsam. Ja, sowas verwende ich halt immer, ne? Also, dass ich quasi eine separate Reinigungsgeschichte für meine Mumu nehme. Und soll man ja auch einfach drauf achten. Und ich habe einfach mir gedacht, naja, jetzt gerade in dem Moment aktuell, wo ich sie nicht mehr sehen kann, weil Mr. Bauchi sie verdeckt, das ist traurig, oder? Es ist umso wichtiger, sie nochmal mit etwas mehr Liebe zu behandeln und ordentlicher zu pflegen. Okay, ist egal. Also theoretisch steht hier auch pH-Wert intimfreundlich ab 50 plus. Ich bin jetzt nicht über 50, ne? Aber ich fand sie trotzdem gut, komm. Also konnte ich sehr gut verwenden, kann ich auch sehr empfehlen. Dann habe ich dekorative Kosmetik ein bisschen aufgebraucht. Ich sammle die auch. Ich weiß nicht, inwiefern ich dann nächstes Jahr dazu komme, ein Video dazu zu drehen, was ich so dieses Jahr aufgebraucht habe. Ich sammle auf jeden Fall. Atmen ist manchmal gar nicht so verkehrt. Von Catrice die Lift Up Volume and Lift Mascara in Waterproof. Die mochte ich gerne leiden, war aber wirklich schnell leer irgendwie, muss ich sagen. Easy Removal stimmt. Ne, das ist nicht selbstverständlich, dass du eine wasserfeste Mascara gut entfernen kannst. Hat halt so ein Oschi-Bürstchen. Die kennen wir ja auch von dieser MAC 3D Lash Bla-Geschichte ode von der Man Eater von Tarte. Ich kam damit gut klar. Hat wirklich meine Wimpern auch schön gemacht. Und gerade in der Zeit, wo es halt auch so abging mit Hitze und so, hat die mir einen sehr guten Dienst geleistet. Dann habe ich hiervon denkt mit einem Lufterfrischer für ein anhaltendes Dufterlebnis mit Rose und Jasmin. Das bei uns auf dem Gästeklo. Das riecht gut, das riecht intensiv. Mag ich gerne leiden, kann ich empfehlen. Für mein Gesicht habe ich gemacht von Shiseido Future Solution LX Legendary in Mai. Ja, das ist halt so ein kleines Serum, 5 ml süß, ne? Das hatte ich auch irgendwie mit, als wir auf der Glow waren und dann habe ich das irgendwann aufgebraucht. War richtig gut, hat so eine ganz tolle seidige Haut gemacht. Das hat mir leider, weil teuer, sehr gut gefallen. Hm.
So, dann nehme ich jetzt hier mal die Eyepatches. Ich liebe Eyepatches, aber ich liebe es vor allem, wenn sie in solchen Pöttchen drin sind, Leute. Revolution Vegan Collagen Soothing Eyepatches. 60 Stück sind hier nämlich drin, das heißt 30 Anwendungen. Ich finde es so gut. Ich mag es lieber, wenn Firmen einfach solche Pöttchen anbieten. Es ist halt immer die Frage, ne? Was hat jetzt weniger Müll? Ist es wirklich diese Verpackung? Weil du hast dann hier ja nochmal so ein Inlay mit so einem Spatel und so, ne? Das ist halt auch alles mit dabei. Oder 30 Verpackungen von diesen Einmalanwendungen. Das, ne? Keine Ahnung. Also das ist halt wirklich die Frage aller Fragen. Vom Gefühl her würde ich eigentlich sagen, dass das hier weniger Verpackung hat, aber ich lehne mich da jetzt nicht allzu weit aus dem Fenster. Ich mochte die von Revolution sehr gerne, die haben gut gehalten, haben auch bis zum letzten Patch, also vom ersten bis zum letzten Patch, gut Feuchtigkeit gehabt. Die kann ich empfehlen. Dann habe ich etwas aufgebraucht, das war halt, es waren noch durchaus einige heiße Tage im September am Start von Bioderma Photoderm Après Soleil. Und das war in der Box drin, Refreshing After Sun Milk. Das war halt eine sehr kühlende Geschichte. Ist schnell eingezogen, hat mir gut gefallen, kann ich empfehlen, macht Spaß. Ich glaube, in der Blissim-Box müsste das mal drin gewesen sein. Dann eine Augencreme Magic Eye Rescue von Charlotte Tilbury. Ist immer so traurig, wenn so teure Produkte mir so gut gefallen, finde ich. Also dann bin ich halt immer so, ach, Mann, ne? Schlägt sie die Kiehl's Avocado Eye Cream? Nein. Tatsächlich nicht. Also das ist, also die Kiehl's Avocado Eye Cream ist tatsächlich bei mir immer noch auf Platz 1. Auf Platz 2 mittlerweile die Clinique All About Eyes. So. Und danach kommt so, weiß man noch nicht so genau. Was war das, mein Bauch? Nee, draußen spielen Kinder. Okay. Kennt ihr das, wenn ihr irgendwie drin sitzt und Stimmen hört oder irgendwelche, was auch immer, und euch fragt so, hä? Und kommt dann weg? Das sind einfach Kinder. Ich habe ernsthaft gedacht, es wäre mein Bauch, der irgendwelche Geräusche macht, ne? Okay, ja. War pflegend, mochte ich gerne leiden, tatsächlich. Also es war schon eine gute Augencreme. Dann habe ich Concealer leer gemacht von Revolution, den Eye Bright Illuminating Under Eye Concealer in der Farbe Porcelain mit Vitamin C. Schwieriges Produkt, weil, also ich meine, das ist ja im Prinzip, ne, wie der Charlotte Tilbury, bla, keine Ahnung, nachgemachtes Gedönsen. Ich mag dieses Schwämmchen da oben einfach nicht, weil das irgendwann so dermaßen zuspackt. Und ich muss gestehen, bei den letzten 3 Anwendungen ungefähr hat das auch ein bisschen gekribbelt. Ich glaube, der war auch schon leicht gekippt, ne? Wenn man den kompletten Hochsommer über offen hat, dann wird es halt irgendwann kritisch. Muss man halt auch einfach mal bedenken. Ich glaube, das muss ich mir mal irgendwie anders zur Seite stellen. So, dann habe ich leer gemacht ein Shampoo. Und zwar von Luvos Heilerde ist das mit ultrafeiner Heilerde ein Shampoo. Ja, schönes und gesundes Haar. Ich hatte jetzt öfters mal das Problem gehabt in der Vergangenheit mit so trockener, juckender Kopfhaut, mit nässenden Stellen teilweise leider auch, ne? Also das ist jetzt wirklich alles nicht vorhanden, weil ich auch wirklich proaktiv dieses Jahr dagegen vorgehe. Letztes Jahr war es ganz, ganz schlimm. Und ja, das hier habe ich so einmal im Monat verwendet ungefähr, weil das halt schon mit dieser Heilerde dazu geführt hat, dass man so ein Peeling auf der Kopfhaut hatte. Da muss man dann ein bisschen aufpassen, wenn man halt so wie ich aktuell einfach noch nicht so sich mit seinem Hormonhaushalt angefreundet hat. Ja, also ja, ich fand es ein gutes Produkt, ich habe es gerne verwendet und ja, verwende gerne auch Kopfhautpeelings. Und Luvos Heilerde ist halt auch, man kennt es ja auch, ne? Schönheit von innen und von außen. Also du kannst es ja auch einnehmen, diese Heilerde. Du kannst es dir aber auch als Maske aufs Gesicht klatschen. Ist eigentlich eine coole Nummer. Ich glaube, das hier war letztes Jahr in einem Adventskalender von Isntree, der Green Tea Fresh Toner, den ich richtig, richtig, richtig gut fand. Aber Achtung, Achtung, ich habe mir den immer aufgegeben halt mit einem wiederverwendbaren Wattepad, was ja per se umweltschonend ist und gut ist und man machen sollte. Hat mir aber meine kompletten Wattepads, also wiederverwendbaren Wattepads, echt versaut. Ne? Also die sind jetzt alle braun. Das war echt doof, muss ich sagen, ja. Ja, das war halt dieser grüne Tee wahrscheinlich, ne? Mein Gesicht hat es nicht verfärbt, das ist halt wie es ist, immer noch, aber das hat mich echt gestört. Das darf eigentlich nicht sein, finde ich. Aber ein gutes Produkt, hat die Haut beruhigt, hat den pH-Wert ausbalanciert und hat meine Haut auch gut getan, ne? Dann habe ich hier noch ein bisschen was leer gemacht an dekorativer Kosmetik, Eborian CC Water à la Centella in Claire. Das ist eine
quasi Foundation, eine ganz, 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 ganz leichte CC-Cream gewesen. Das konnte ich nur im absoluten Hochsommer verwenden, weil das doch recht rötlich geworden ist. Ne? Das sind so kleine Farbpigmente gewesen, die dann aufgeplatzt sind auf dem Gesicht. Und hat nicht mega krass abgedeckt, war halt so eine leicht Color-Correcting-Geschichte, wie der Name ja schon sagt. Ne? Dann habe ich hier Bällebein. Oh. Nee, das ist kein Adventskalender gewesen. Das ist ein Schwangerschaftskalender gewesen. Deswegen darf ich das hier zeigen. Habe ich mich gerade selber überzeugt. Finde ich gut. Intensive Pflege, Mama-Wohlfühlzeit, Duschlotion 2 in 1. Die habe ich auch ein, zwei Mal tatsächlich zum Geburtstag geschenkt gekriegt. Und das ist eine ganz tolle Geschichte, weil das halt auch einen leichten Pflegeeffekt hat. Ne? Also es ist jetzt nicht so intensiv wie eine In-Dusch-Bodylotion, aber auch nicht so wie ein klassisches Duschgel, was gar keine Pflegewirkung hat. Also ich mochte das tatsächlich sehr, sehr gerne. Den Duft nicht ganz so optimal, aber halt von der Pflegewirkung, was ja normalerweise ein Duschgel nicht unbedingt unter der Dusche hat, ein Duschgel macht sauber, fand ich das gut. Doch, kann ich empfehlen, wenn man eine Mami ist oder Mami wird, so wie ich. Genauso von Bellybutton habe ich das hier. Mama Streifenlos Body Balsam, den fand ich auch sehr, sehr gut. Der ist auch schön eingezogen. Der war für den Sommer halt auch optimal. Ne? Mr. Bauchi war da halt noch nicht so groß, aber trotzdem hat das mir schon geholfen. Also bis zum aktuellen Zeitpunkt. Ich klopfe auf Holz, Leute, habe ich noch keine Streifen. Und wie gesagt, ich bin jetzt 7 Wochen ungefähr vor der Geburt. Ne? Und man sagt ja, jetzt geht die Party halt so hart ab. Das kann natürlich sein, dass es jetzt nochmal richtig explodiert. Aber das hat mir wirklich auch ganz gut geholfen. Mochte ich gerne leiden, kann ich sehr empfehlen. Dann habe ich noch ein bisschen mehr dekorative Kosmetik aufgebraucht. Also diesen Monat, ich habe keine Ahnung, ging die Party ab. Von Too Faced, das habe ich eben erst aufgebraucht. Hangover 3 in 1, Replenishing Primer and Setting Spray. Also als Primer reicht mir das nicht. Bei weitem nicht. Nein, nein, auf gar keinen Fall, Leute. Weil meine Haut ist eine Wüste Gobi oder auch eine Trockenpflaume. Da reicht es mir nicht als Primer. Aber als Setting Spray mochte ich das sehr gerne leiden. Das hat mein Make-up schön fixiert. Hat auch irgendwie, also ich finde, es sieht gut aus, ne? Ne? Ja, hat einen schönen Sprühnebel. Mochte ich gerne leiden. Habe ich, glaube ich, sogar noch ein Backup von da. Ist cool. Dann habe ich aufgebraucht eine Handcreme von L'Occitane, das war letztes Jahr im Adventskalender drin. Und zwar ist das die 20%ige Shea Butter Hand Cream Honey Harvest. Jo, die fand ich schön, die hat die Hände schön genährt, hat tatsächlich auch ein bisschen nach Honig gerochen und ist ein empfehlenswertes Produkt, was einfach gut war. Jo, ist gut. Dann habe ich... Was mache ich denn hier? Ich kann mich doch nicht mehr so gut bücken. Was ist das denn hier? Dann habe ich hier gerade ein bisschen randaliert. Ja, ich wollte euch eigentlich mein wunderschönes Pullover-Waschmittel zeigen. Ich steige immer mehr um. Also ihr seht ja bei weitem nicht die ganzen Haushaltssachen, die hier leer gehen. Aber das ein oder andere möchte ich dann doch nochmal zeigen. Das finde ich gut. Ich kaufe mir das immer wieder nach. Auch wenn da drauf steht Limited Edition oder sowas. Nö. Die gibt es immer wieder. Also die gibt es oder immer noch. Ich weiß nicht, ob das irgendwie limitiert auf 5 Jahre ist oder so. Ist auf jeden Fall ein tolles Colour-Waschmittel und ich verwende da nicht viel von, weil ich nicht viel Verschmutzung habe. Noch nicht. Das wird mit Babykotze und Babypupu dann wahrscheinlich etwas anders laufen. Ich mag das. Das löst sich auch super auf. Und kann ich empfehlen. Also ich persönlich finde es sowieso gut. Habe ich tatsächlich auch letztens, ich gucke ja auch super gerne Reportagen, da bin ich ja ein Mega-Fan von. Ne? SWR Marktcheck oder WDR Markt, keine Ahnung. Auf jeden Fall wurde da auch gesagt, wie man eine Waschmaschine halt langlebiger gestalten kann, indem man halt auch Pulverwaschmittel verwendet, weil da auch Bleichmittel mit drin sind. Und das ist halt super wichtig, auch für die Rohre und so, also für die Waschmaschine an sich, dass sie länger, ne, lebendig, Waschmaschinen leben länger, ihr wisst Bescheid. Auf jeden Fall, finde ich das klasse, verwende ich auch super gerne, kann ich euch mega empfehlen, ne? Gutes Produkt und ist halt auch preis-leistungstechnisch vollkommen in Ordnung. Heidenei. Also hier ist ja wirklich heute ein Sabbelwasser am Start. Das ist ja der Wahnsinn. Das tut mir nicht leid. Manche hören meine Videos ja auch so als Hintergrund zum Putzen oder zum Einschlafen und so. Das mache ich aber tatsächlich auch super viel bei YouTube-Videos. Deswegen ist es halt auch irgendwie ein Kompliment. So, dann habe ich jetzt noch was leer gemacht an dekorativer Kosmetik. Und zwar ist es die Sky High von Maybelline, aber in dieser neuen Variante, in der schwarzen. Die finde ich richtig gut. Die andere Sky High, die mag ich gar nicht. Die Rose Goldene mit schwarzer Schrift ist das, weil ich die einfach nicht abgeschminkt bekomme, Leute. Ohne Flachs. Also gut, ich mache mir ja auch immer 3 Schichten drauf, ne? Aber die hier ist der Wahnsinn. Die hält gut, also ist quasi wie wasserfest, also sehr, 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 sehr haltbar.
kannst damit halt auch durch einen Regenschauer gehen oder vielleicht auch mal das ein oder andere Tränchen vergießen, ohne dass halt direkt dein Make-up verschwunden ist. Aber sie lässt sich abschminken. Das brauche ich. Und das ist ein schönes tannenbaumförmiges Gummibürstchen. Ich finde die genial. Ich kann die euch wirklich empfehlen. Schöne Geschichte. Zack, die wappdi. Jo, dann habe ich hier noch etwas für die Füße leer gemacht. Das ist auch so wichtig. Eucerin Urea Repair Plus 10% Urea Fußschaum. Extrem trockene, raue Füße. Leute, ihr müsst euren Füßen Liebe geben. Das ist ein Produkt, was auch Diabetiker geeignet ist. Immer wenn ich das gelesen habe, musste ich etwas weinen. Tatsächlich habe ich das abends immer verwendet und deswegen war ich dann ehrlich gesagt froh, als ich das leer bekommen habe, weil mein Opa ist letztendlich an seiner Diabetes ja auch gestorben und das fand ich einfach jedes Mal so ein Schlag ins Gesicht, ein Stich ins Herz und es war immer wieder schwer für mich, dann damit konfrontiert zu werden tatsächlich. Weswegen ich dann wirklich froh war, als es leer war. Blöd fand ich, dass man das tatsächlich immer super krass schütteln musste, damit man halt auch ordentlich was rausbekommt. Also das war echt problematisch. Der Duft ist gewöhnungsbedürftig, aber es ist halt Urea, ist klar. Ich fand das sehr, sehr pflegend. Also ich mochte den Fußschaum gerne, meine Füße mochten den auch gerne. Kann ich empfehlen. Ist eine schöne Geschichte. Jo, dann habe ich einen Primer leer gemacht und zwar so einen kleinen, den habe ich vor 2 Jahren. Bitte brauche mich nach 6 Monaten auf oder was ist das? Keine Ahnung. Ist auf jeden Fall von Clarins der SOS Primer gewesen. Der hatte auch so eine Strahlkraft mit drin. War in dem Sinne dann ja quasi auch ein bisschen schimmernd, aber nicht zu intensiv. Und hatte halt gleichzeitig noch eine Pflege mit dabei. Den fand ich gut. Den mochte ich gerne leiden. Kann ich empfehlen. Dann habe ich leer gemacht von Luvia, weil wer sich schminkt, muss sich natürlich auch abschminken. Eine Pinselseife mit Lavendel. Die ist richtig gut, falls ihr Alternativen zu Luvia Pinselseifen habt. Und weil das ist so meine absolute Lieblingsseife, die ich bislang habe. Schreibt mir die sonst gerne in die Kommentare rein, dass ich da auch mal andere ausprobiere. Weil ansonsten, ich werde die immer wieder nachkaufen. Ich finde die wirklich gut. Die macht die Pinsel ordentlich sauber, ohne dass ich da zu sehr dran rumwubbeln muss. Ich komme damit super zurecht. Womit ich gar nicht zurechtkomme, ist ja dieses Balea-Duschöl und so. Das geht gar nicht bei mir tatsächlich. Also da kriege ich meine Pinsel nicht schön sauber mit. Die werden alle nur spackig, ölig. Bah, nein, finde ich nicht gut. Aber eine Pinselseife, ich finde die richtig gut. Die mag ich gerne leiden. Die kann ich auch wirklich wärmsten Herzens empfehlen. Und die mag ich einfach. Ja, mag ich einfach. So, dann habe ich von Grace und Stella etwas aufgebraucht. Das waren auch Eye Patches, oder? Everything is better in pink. hatte ich auch irgendwo in der Box mit dabei. Dick, leicht rutschend, aber okay. Leichte Pflege, aber Balea ist besser. ne? Und das ist dann natürlich ärgerlich, wenn du halt für Grace und Stella so viel Asche auf den Tisch legen musst, aber für 1 Euro von Balea, die halt besser sind, ne? Deswegen, jo. Aber ihr merkt, ich mag sehr gerne Eye Patches, offensichtlich. Dann habe ich hier von Trended Up ein Produkt aufgebraucht. Blooming Summer Illuminating Oil. Das habe ich halt für meine, Schienbeine verwendet. Ne? Im Sommer, wenn ich halt einfach so diesen Strumpfhosen-Effekt wollte, wenn ich einfach ein bisschen schimmernde Beine haben wollte. Man musste halt immer dran denken, dass man das drauf hat, gerade bei 35 Grad, weil man dann doch irgendwie anfangs ein bisschen an die Umgebung abgestempelt hat, was das Öl anging, ne? Weil das halt natürlich nicht so gut einziehen konnte. Aber an und für sich fand ich das mit eins der besten Body Oils, die ich bislang getestet habe. Ist eine Limited Edition gewesen von Trended Up, aber eine sehr, sehr gute, weil das war halt nicht so bunt glitzernd oder sowas. Es war einfach schimmernd und einfach so, als hätte ich eine pearly Strumpfhose an. Ich mochte das einfach super gerne. Dann habe ich etwas verwendet von Dr. Grandel. Das war in der Beauty.at-Box, glaube ich, für sichtbar schönere Haut. Das war eine Ampulle, ergiebiges, pflegendes Vitamalz. Wow. Ja, das hat wohl nach Vitamalz gestunken. Vitamalz und ich sind keine Freunde, auch wenn das jetzt natürlich nährstoffmäßig für meinen Körper angeblich total super wäre, denn egal wohin ich komme, die Leute haben Vitamalz gekauft oder halt Malzbier, ne? Und ich frage mich so, warum, ne? Immer so, ich mag das doch gar nicht. Nein, doch, doch, das musst du trinken, das ist total wichtig. Nein, ich mag das aber nicht. Mein Freund freut sich, denn er mag es immer sehr gerne. Okay, also hier hatten wir auf jeden Fall zur Probe so eine Ampulle mal drin. Ich mag die Ampullen von Dr. Grandel einfach super gerne und deswegen habe ich mich gefreut, dass es hier dann auch in der Box mit drin war, dass ich das wieder mal verwenden konnte. Ne? Ja, und die war schön. Die mochte ich. Sodele. Dann habe ich hier, die habe ich von meiner
Hebamme bekommen, genau. Meine Hebamme hat mir so eine Tasche gegeben, wo halt verschiedenste Produkte drin waren, die ich jetzt halt so in der Schwangerschaft oder Stillzeit gebrauchen könnte. Ganz schön schwanger von Always, da gibt es Dailies, halt ja, Slip-Einlagen, ne? Ja, ich brauche jetzt halt einfach größere Slip-Einlagen. Da hat sie vollkommen recht. Ja, ich mochte die. Ja, fand ich gut. Finde ich die besser als die von Facel oder von Yesser? Nö. Deswegen habe ich mir natürlich auch wieder meine Klassiker gekauft, beziehungsweise meine Klassiker sind mittlerweile Facel Classic lang. Ich hatte ja sonst immer schön die Flexi-Form, kann ich mittlerweile knicken, die muss ich gefühlt alle 5 Minuten austauschen. Wie sagte Miss Curly Jen, der Körper bereite sich schon mal auf die Geburt zu, vor. Was? Ja, definitiv. Ja, die sind auf jeden Fall mehrfach leer geworden, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Brauche ich jetzt einfach aktuell, es ist einfach super wichtig. Ich habe teilweise sogar, die habe ich jetzt hier gar nicht drin, auch Binden, die ich dann verwende. Ne? Ist halt einfach so. Ja, der Körper bereitet sich wirklich auf alles Mögliche jetzt vor. Dann habe ich noch mehr Augenpatches leer gemacht. Die waren jetzt just mal gerade in der Look Fantastic Beauty Box. Ich glaube, dass ich das Video noch gar nicht hochgeladen habe. Ne? Nee. Elemis Pro Collagen Hydra Gel Eye Masks hält wie ein Pflaster und pflegt angenehm, habe ich mir draufgeschrieben. Die mochte ich sehr, sehr gerne leihen. Man darf halt nicht vergessen, dass ein paar hiervon 10 Euro kosten. Das ist ganz schön viel Asche. Aber für mal ist es doch echt cool, wenn man sowas verwendet, oder? Gerade deswegen stehe ich auch so auf Beautyboxen. Ich kann es nicht anders sagen. Und auf Adventskalender. Weil so viele Produkte würde ich mir ja im Leben so nicht kaufen. Aber die hast du dann da drin. 15 Milliliter Creme für 80 Euro wert oder so. Würde ich mir doch nicht kaufen. Aber dann hast du die halt irgendwo mit drin. Und da kannst du wirklich mal gucken. Mag ich das überhaupt? Finde ich das eigentlich besser als meine mega geniale Beautymates Creme? Ne? Das ist immer so die Frage. Ihr seht ja auch immer anhand dessen, was ich mir nachkaufe, ob das dann so ist. Ja, weiter geht's. Eine Nagelfeile, die habe ich Ewigkeiten verwendet. Das ist eigentlich eine totale Billo-Nagelfeile gewesen, über die ich wahrscheinlich sogar geschimpft habe, als jemand Adventskalender war, aber dann irgendwie ein halbes, dreiviertel Jahr verwendet habe. Ich sollte weniger über Nagelfeilen lästern, ne? Ich brauche sie nämlich tatsächlich. Ja, und das hier war ein so gutes Parfum. Jetzt habe ich leider mitbekommen, dass Viva Vie nicht mehr existent ist. Dass Viva Vie die Parfümmarke aufgegeben hat. Und was habe ich kurz vorher gemacht? Mir ganz viele Düfte davon gekauft, weil ich glaube, Like a Daisy in Spring, Sarah Isabel hatte einen Code. Und ich habe mich tatsächlich jetzt schon in manche Düfte ein bisschen verliebt. Zum Beispiel hier Daddy's Girl. Da sind noch 2 Sprüher ungefähr drin. Die werden auch noch leer werden. Aber ich wollte es jetzt halt schon mal mit reinnehmen. Daddy's Girl ist so ein toller Duft gewesen. Ich will euch jetzt keine lange Nase machen, aber der war richtig gut. Ich sag's euch. Mit Mandel, Tuberose, fragt mich nicht, und Tonkabohne. Also ein ganz toller, schöner, warmer, aber nicht zu warmer Duft. Wieso? Wieso passiert sowas, ne? Ja, Coroni Caponi, lass grüßen. Ich habe hier noch ein paar Düfte, die zeige ich euch mal. Scented Candle, Vanilla, wo habe ich dich her? Weiß ich nicht. Ich glaube, Action müsste das gewesen sein. Die ist eigentlich okay runtergebrannt, würde ich mal so sagen, ne? Kann man sich jetzt eigentlich soweit nicht beschweren. Ich werde es jetzt öfters machen, dass ich beim Docht halt diesen Knubbel, der oben dran ist, abschneide, damit sich das halt nicht in dem Ding sammelt und nicht so rußt. Weil das habe ich gemerkt, dass es tatsächlich davon kommt. Hier habe ich nämlich von Glade auch eine Anti-Tabak-Kerze. Ja, ihr wisst, ne, ich rauche mittlerweile ja nicht mehr. Ich habe aufgehört. Yay, freue mich voll. Ich hoffe, dass ich auch nicht wieder anfange. Das wäre ziemlich dämlich, weil dieser Entzug war echt hart, Leute. Aber für Mr. Bauchi mache ich echt alles, wirklich. Es ist mein kleiner Mr. Bauch hier und ich hab ihn jetzt schon so lieb, obwohl er mir manchmal zwischen die Rippen tritt oder mit dem Kopf in die Mumu haut und ich mir denke, oh Junge, nicht tun. Aber ich habe ihn jetzt schon so lieb, ja. Auf jeden Fall. Jetzt, Entschuldigung, das war gerade toll. Er hat sich dann gerade bewegt. Ich glaube, er hat gemerkt, dass Mutti oder die Endorphine, die ich ja ausschütte, die kommen dann ja auch 1:1 durch die Nabelschnur bei ihm an. Egal. Die Anti-Tabak-Kerze, die ist echt gut runtergebrannt, oder? Theoretisch hätte man hier auch ein wunderschönes Teelichtglas. Ihr wisst, wie viele, ne, ich immer so aufbrauche. Dementsprechend, ich sammle die Teile nicht, ne?
es wird ja auch recycelt, also durch das Glasrecycling, was gemacht wird. Dann habe ich hier, das kann ich hier zwischendurch mal zeigen, das ist aktuell in unserem Candle Warmer von Miss Curly Wax. Das ist von Miss Curly Jen, von der lieben Jenny, die eigene Firma, die sie ja gegründet hat. Und sie hat sogar einen kleinen Laden jetzt mittlerweile. Es ist so schön. Und da habe ich jetzt hier die Duftrichtung High Heel. Richtig tolles Melt. Also das riecht unfassbar gut. Ich habe das in der Küche an und also wir haben wirklich kein, also wir haben sehr viel Quadratmeter. Wir haben sehr viel Platz, Leute. Ne? Und das riecht so intensiv, aber nicht aufdringlich. Also es verteilt sich wundervoll im Haus. Ne? Nicht nur im Raum, nicht nur in der Etage, sondern es ist so, wenn ich im Prinzip, das ist ja recht weit von hier entfernt, in der Küche unten im Erdgeschoss diesen Warmer anmache, das geht hier bis nach oben ins erste Obergeschoss und ich rieche es und ich finde es super angenehm. Kein Kopfschmerzduft. Kann aber gleichzeitig in der Küche sein, wenn das Ding an ist und die Spülmaschine ausräumen, einräumen, wie auch immer. Ne? Also das macht mir halt nicht so, dass es zu viel ist. Es hat viel von frisch gewaschener Wäsche, gleichzeitig aber auch etwas sehr, sehr Edles mit dabei. Ich weiß nicht. Es riecht nicht nach High Heels in dem Sinne, dass es nach Fuß riechen würde, sondern es riecht wirklich nach einem sehr, sehr hochwertigen Duft. Und also das finde ich so genial. Schaut auf jeden Fall mal bei Jenny vorbei. Wie gesagt, ich verlinke euch den Shop mal unten in der Infobox, Miss Curly Wax. Ne? Und da könnt ihr euch ja auch wirklich in kleinen Geschichten die Produkte kaufen und unterstützt dadurch natürlich auch ein schönes Startup-Unternehmen. So, ein paar Sachen habe ich noch. Und zwar habe ich hier einen Augenbrauenrasierer von Hollywood Browser. Der ist mittlerweile leider stumpf. Der war aber richtig gut. Den hatte ich auch mal in der Look Fantastic Beauty Box drin enthalten. Und ich habe mir jetzt sehr angewöhnt, nicht mehr meine Augenbrauen zu zupfen oder so, sondern halt wirklich rasieren. Also hier dazwischen, dann hier an den Seiten ein bisschen, hier auch ein bisschen, hier auch ein bisschen, hier auch ein bisschen, hier auch ein bisschen. Hier auch ein bisschen, ne, so ein bisschen hier, ein bisschen da, ihr wisst Bescheid, jeder Mensch hat Pflaumen, wir kommen nicht nur aus dem Meer, Leute, wir stammen sogar vom Affen ab. Ach, da hätte ich lieber Schuppen, als dass ich, nein, eigentlich auch nicht. Was hätte ich dann gerne? Normale Haut? Es ist normale Haut, ne? Auch eine behaarte Haut ist eine normale Haut, kann man nicht anders sagen. Auf jeden Fall finde ich sowas besser, als wenn ich da irgendwie mit einem Epilierer über mein Gesicht fege und, ich habe gemerkt, dass es meiner sensiblen Haut einfach besser tut, wenn ich das mit einem Rasierer mache, als wenn ich es zupfe. Da muss ich dann natürlich ein bisschen häufiger ran. Und man sieht halt auch manchmal, auch so bei Instagram Close-Ups oder so, ne, dass ich hier oben vielleicht so Stoppeln habe oder so. Ja, okay, ist wie es ist, ne? Aber dafür ist es halt schon dafür die Haut. Dann habe ich hier noch ein dekoratives Kosmetikprodukt und zwar von Benefit, das Gimme Brow Plus. In der Farbe 3, das Brow Volumizing Fiber Gel, das ist dieses hier. Das habe ich gerne verwendet, zum Beispiel, wenn ich einfach nur irgendwo hingefahren bin und dann im Zug war oder so halt, ne? Also wenn ich jetzt nicht irgendwie mich vorher Full Face schminken wollte, wenn ich halt einfach Bock drauf hatte, mir ein bisschen mehr Augenbrauen zu machen, aber keinen Augenbrauenstift verwenden wollte, habe ich das genommen. Das hat auch recht lange gehalten. Fand ich ganz schön. Die Farbe 3 ist für mich persönlich ein bisschen zu dunkel. Ich mag das Produkt an und für sich aber sehr gerne, weil das halt auch einen tollen Effekt gibt. Und ja, kann ich einfach empfehlen. Wo hatte ich denn letztens? Ich glaube, bei Beauty Bay hat ein ähnliches Produkt mittlerweile auf den Markt gebracht. Also wenn ihr euch nicht von Anfang an dieses super teure von Benefit kaufen möchtet, weil das ist ja schon ziemlich teuer, und einfach mal dieses getöntes Augenbrauengel mit Fasern ausprobieren möchtet für einen soliden Preis, schaut bei Beauty Bay vorbei. Da haben die, glaube ich, jetzt letztens erst so ein Produkt auf den Markt gebracht, auch in verschiedenen Farben. Ne? Genau, so. Jetzt habe ich hier das letzte Produkt und das hat offensichtlich ein bisschen gerußt. Und zwar ist das Rubinlicht Duft im Glas Bourbon Vanille. Ihr seht, wo die Reise hingeht mit meinen Düften immer, ne? Das war wirklich gut. Rubinlicht gibt es bei Rossmann. So. Ja, jetzt habe ich euch leider ein bisschen angeflunkert mit dem Boost, weil mein Glas ist leider nicht leer geworden. Das wird aber gleich hier beim Aufräumen leer werden. Das war jetzt hier mein Aufgebraucht-Video aus dem Monat September. Also ich finde, dass ja, eine solide Anzahl von Produkten leer geworden ist. Ne? Und ja, schon. Also ich merke immer mehr, was mein Körper braucht und was ich so verwende und was ich mag. Dass ich halt immer weniger Flops habe. Das ist ja tatsächlich auch so, dass ich bei diesen Aufgebraucht-Videos recht wenige Flops euch zeige. Die kommen dann meistens schon direkt in dem Flop-Video. Wenn das Produkt irgendwie nach einer Woche einfach nicht gut ist, dann
Ciao-Kakao, ne? Ihr Lieben, das war's jetzt hier von mir und meinem Aufgebraucht-Video. Wenn es dir hier gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Aufgebraucht- und Plattgemacht-Videos. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!